So. Tja, kommst du nicht hoch? Weil du blöd bist. Oh, verdammt! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren geschmeidigen Runde Minecraft mit mir, dem Kampfgeist und dem manchmal ein bisschen zu weit übers hinausschießenden Razer Games. Guckt einfach die letzte Folge an, dann wisst ihr, was ich meine. Boah, Alter, ich ärgere mich immer noch, weil ich nehme mich halt alles am Stück auf. Deshalb hatte ich gerade Vollstandbild und ist mir völlig egal. Und deshalb ärgere ich mich gerade ein bisschen wie dem Scheiß Enderman. Oh, ich habe vergessen, Karotten anzupflanzen. Wobei, komm, leck mich, mach ich, damit ich zu Hause bin. Boah, was ist eigentlich der Enderman, sondern das bin ja eigentlich ich, wieso lege ich mich mit dem auch an? Weil ich weiß doch aus Erfahrung, dass der mit nur Eisenrüssel 2,5 Herzen zieht, sogar noch mehr, ich glaube 2,5 bis 3 war es immer. Boah. So, egal. Kann man jetzt auch nichts machen. Wir gehen auf jeden Fall gleich wieder auf Erkundungstour. Da ich jetzt, wie ich schon in der letzten Folge angesprochen ist, finde ich es extrem peinlich, dass wir noch keine richtigen Diamanten haben und sowas, weißt du. Kannst du nicht machen. Ich muss jetzt mal irgendwie langsam mal so in Richtung der Diamanten kommen, soll ich kann hier noch reinspringen, ne? Und vor allem möchte ich mal hier meine Rüssi schon, die hier ist. Deshalb gucke ich auch, dass ich vielleicht nicht einfach überall runterspringe wie so ein Vollidiot. Ne? Boah, wir hatten so geile Sachen. Egal, ich habe gesagt, ich rede mich darüber jetzt nicht wieder auf. Scheiß drauf, so. Ich glaube, jetzt auf jeden Fall hier mal ein bisschen Holz. Ich trinke so dann mal heimlich was. Ah, so. Eine schöne Cola. Mann. Oh. So eine Scheiße, ey, Mann. Egal. Egal. Dem Razer ist das egal. Eigentlich sollte es dem Razer aber nicht egal sein, wenn er seine Sachen ans Herz liegen. Mein Gott, ich bin wieder so inkompetent, dass ich nicht richtig reden kann. Seid ihr aber alles schon gewohnt von mir. Oh, so. Mein Gott. Jetzt, meine, wir fahren doch kein Bootle. Noch kein Bootle. Wir gehen zuerst mal hier in die Richtung hier, ne? Kennen wir alle. Und dann nach einer Spaltöffnung Ausschalt zu halten. Und dann da ein paar Erze rauszufischen. Nee, so. Hallo liebes Schaf. Schaf. Ein scharfes Schaf. Ah ja, Razer Games, der scheiße Laberer. Laberer. Ah. Oh, voll heavy, man. Ja, und ich habe mir auch schon überlegt, ich nehme gerade zwar viel Pfeffe. Ich kündige zwar viel zu viel Projekte gerade an, aber ja, ich habe mir vielleicht überlegt, ich habe es doch noch nicht abgesprochen. Aber, ich habe mir vielleicht sowas überlegt, ja, sowieso im Thema, ich, ah gut, aber der Rüstung hat noch nichts abbekommen. Ich habe mir überlegt, mein Gott, zum dritten Mal, vielleicht so eine Art, Hardcore-Runde zu machen, und zwar, es gibt eine Hardcore-Mod, wo unter anderem die Welt, ach das ist die Scheißhülle wohl von Höhlen-Special. Boah, Alter, wisst ihr das noch? Das war vor 1000 Folgen mal, ey. Das ist echt so krass. Wo ich vielleicht mit ein paar anderen YouTubern, muss ich mal gucken, vielleicht suche ich mir da sogar ein paar mal raus. Und wenn da einer von euch Bock drauf hat, ich soll vielleicht erstmal erklären, was ich vorhab, ne? Und zwar habe ich vor, wenn mein neuer PC da ist. Ich weiß nicht, warum mein neuer PC da ist, sondern einfach. Okay, hat man noch nichts abbekommen. Ich erzähle es einfach drauf, sonst bekomme ich hier noch einen Kollaps. Und zwar habe ich nämlich vor. Ihr kennt vielleicht alle diesen YouTuber, diesen unbekannten 1,4 Millionen YouTuber Pete's Meat. Und die haben hin und wieder mal eine Hardcore-Season, haben die das genannt, gestartet. Und da dachte ich mir, vielleicht kann man sowas auch mal in die Wege leiten.
Da. Und jetzt können wir zwar kommen von, das war voll von Pizmi geklaut. Allerdings hat der Pizmi das auch von einem Ami geklaut. Also von dem her, das heißt geklaut, ich will das Wort geklaut auch gar nicht verwenden. Es ist eher halt genommen. Ich meine, Let's Play hat sich auch irgendjemand von irgendjemanden abgeschaut. Weißt du, also Atmen hat sich auch von irgendjemandem abgeschaut. Wobei, jetzt war ich glaube ich, egal. Ich bin hier gerade wieder viel zu dämlich. Hallo liebes Pferd. Oh, wir hatten sogar so einen scheiß Sattel. Ach, leck mich doch. Ich will mich ja... Leck mich doch mal. Mann. So. Aber wenn das Pferd dafür gar nichts kann, auf jeden Fall. Oh, jetzt hätte ich fast gerade meine ganzen Hefte hier runtergeschmissen. Und zwar hatte ich nämlich vor, dass wir das einfach auch machen. Mit ein paar YouTubern, dass wir das einfach vorhaben, den Ender Dragon zu besiegen. Allerdings vielleicht... In Teams hatten die Peacebeats auch, also soweit muss man auch sagen, hatten Peacebeats auch, aber dann vielleicht so, dass man eine Frist hat. Das heißt, so keine Ahnung, aber 10 Folgen Zeit, weil es wäre eigentlich auch scheiße, ne? Ich überlege mir das auch gerade erst in der Folge, also klar, die Idee kam schon davor, aber das ist mit der Frist. Oder macht es eben so wie bei den Peacebeats, der das halt am schnellsten kann. Na, also wäre auf jeden Fall ziemlich cool, einmal sowas zu machen, aber das geht ja dann nicht mit Soccer Friendly und Yamato, so geht das einfach nicht. Da braucht man schon so 15 Leute oder sowas, dass man da so vielleicht 3 Teams machen kann. Die dann halt immer gleichzeitig, müssen halt 15 Leute Zeit haben, ne? Das ist, oder man macht immer 2er Teams. Dann irgendwie, dass man dann vielleicht 4 Leute hat. Oder man macht es einfach alleine alleine gegen sie. Nee, ja, natürlich eben ich gegen Yamato, das war's, aber das wäre natürlich auch scheiße. Und das hat jeder so aus seiner Sicht aus so eine Art Mega-Event. Ich meine, es haben ja auch Dena und umgespielt und haben das ja auch mit dem, komm, sag schon. Ach, keine Ahnung, wie das genannt haben, auf jeden Fall. Oder eigentlich im Prinzip jeder YouTuber dabei war, der über 100.000 Abonnenten hatte. Hat, mein Gott. Halt auch so ein Mega-Event und sowas, denke ich, vielleicht kann man sowas auch mal so in die Richtung machen. Dann halt, keine Ahnung. Vielleicht, also das ist eine andere Idee, vielleicht soll ich auch mal, ich bin echt zu schlecht im Erklären, ne? Eine andere Idee wäre zum Beispiel halt so, guck mal, jetzt eine Höhle, gehen wir mal ein, dass wir Fackeln vergessen haben, verdammt. Ach, leck mich doch mal, guck mir das Eisen. Dass wir das dann vielleicht so machen, dass man sowas macht wie, ach, nur Megaprojekt hieß das genau. Mein Gott, ich verliere so auf den Faden wie, keine Ahnung, meine Tastaturmaus nicht. Dass wir, mein Gott, ey, ich bin doch manchmal so behindert. Ne, und Spaß, ich hab gerade wieder komplett vergessen. Über was ich eigentlich gerade geredet habe. Voll dämlich eigentlich, ne? Dass wir genauso was machen wie Megaprojekt, halt nur mit ein paar mehr YouTuber, also nicht jetzt nicht ein paar mehr wie Ungespielt und Dena und Debitor und überhaupt Sundären, dann halt mit so, keine Ahnung, vielleicht 20 YouTuber, die man sich dann halt so rauspickt. Allerdings kann es ja nicht ich starten, weil ich mit meinen 130 Abonnenten hat wohl kaum um die 20 YouTuber finden, beziehungsweise es werden sich wohl kaum 20 YouTuber bei mir bewerben. Dazu werde ich erstens nicht ernst genug genommen mit meinen 130.000, ja, davon träume ich wohl, meinen 130 Abonnenten. Und zweitens kann ich auch nicht so viele Leute einladen und dann 130 Abonnenten, das ist einfach lächerlich, muss man mal sagen. Da muss vielleicht einer mit 2.000 Abonnenten das mal machen, dass man da so ein bisschen zumindest, so ein bisschen sich Respekt vor dem auch hat. Dass man es einfach so mit ein paar anderen kleinen YouTuber macht, wäre auf jeden Fall mal ganz lustig. Ich meine, Yamato und ich und Noahcraft und... Ach, Grüße an die ganze Rasselbande da. haben ja auch sowas schon mit Attack of the B-Team gemacht. Und, Yamato macht auch gerade mit ein paar anderen Jungs, Together. Ist auch sehr, oder Together, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auch sehr zu viel, schaut einfach mal bei dem rein. Ich finde es sehr lustig. was ist das hier wieder für ein Baum? Keine Ahnung. Und... sowas vielleicht in der Art dann irgendwann mal zu machen, wäre eigentlich schon ziemlich geil. Allerdings musste man dann, also wenn ich jetzt die Idee hätte, oder habe, ich habe sie ja auch, müsste ich die dann an den 2000 Abonnententypen weitergeben, der dann sagen muss, okay, ich erkläre mich dazu bereit, das alles zu managen. Und deswegen kann das auch noch bis zum halben Jahr dauern, oder ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja überhaupt nicht. Das ist jetzt nur meine spontane, private
kindische, naive Idee im Prinzip. Was ich mir so vorstellen könnte. Komm mal hier runter. Oh, okay, hat sich erledigt. ne? Ich bin, wir sind ja noch ganz kleine Leute. Also ganz ehrlich, der Yamato und ich und der Sockophrenic und alle, meist, wir sind im Prinzip gar keine richtigen YouTuber. Wir sind eigentlich erstmal Hobby. Hobbyjäger, Hobbyisten, keine Ahnung. Und ich meine, YouTuber sind ja eigentlich erst die Leute, die wirklich so mit YouTube wirklich ihr Geld verdienen, die damit leben können. Und ich kann mit dem YouTube-Money, was ich bekomme, kann ich einfach nicht leben. Das muss man euch so sagen, das ist auch, glaube ich, von jedem von euch klar. So viele Gerüchte es auch geben da. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. So, jetzt haben wir das Thema abgeschlossen. Und was auch abgeschlossen wurde, ist anscheinend ist der Tag. Was die Überleitung nicht teilweise in den Projekten finde, ne? Boah, was ich auch noch ganz sicher machen würde, ist ein Livestream. Aber das lohnt sich halt auch nicht mit unter 30 Abonnenten. Dann kann man vielleicht mal bei 10.000 Abonnenten drüber nachdenken. Aber wer weiß, ob ich die jemals erreichen werde, weißt du? Das ist irgendwie... Hallo, Spinne. Ich liebe dich, ja. Also, dann kannst du dann mal einen Livestream machen. Und wo ich auch mal mit dem Yamato gestern gesprochen habe, oder war ich jetzt vorgestern? Nee. Das ist gerade die Montagsfolge, ne, was ich gerade aufnehme. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Dann, wo ich mit Yamato und Vater mal drüber gesprochen habe, also gerade müsste ich nicht nach Folge suchen, um das mit zu erleben. Über TeamSpeak. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Gar nicht wahrscheinlich. Mann. da habe ich mal drüber gesprochen, ein bisschen über YouTube und dem alles und über Netzwerke und sowas. Ich auch noch ganz kurz, egal, tust du überhaupt diese Sache, auf jeden Fall haben wir da besprochen. Oder habe ich mal so gesagt, irgendwie, ich glaube, um wirklich richtigen Erfolg auf YouTube zu haben, musst du dir auch Leute suchen, die mehr Abonnenten haben. Ich meine, Yamato hat jetzt, ich weiß nicht, immer die letzte Woche, ich war ja dann in London. Alter, was geht bei dem ab? hat der ja dann 100 Abonnenten geknackt. Und haben wir mal so drüber geredet, haben dann irgendwie, habe ich dann so gesagt, um erfolgreich zu werden, also so richtig schnell erfolgreich zu werden, brauchst du, glaube ich, andere Leute, die dich da ein bisschen so, die dir so ein bisschen auf die Beine helfen im Prinzip. Was? Ach, Mann, ey. Und zwar, Alter, wie viel Creeper da sind, erstmal Bild machen. Ach du Scheiße. Geh weg, geh weg. Und zwar jetzt, dass du vielleicht mit 100 Abonnenten dir 1000 Abonnenten-Typen suchst und mit denen er was aufnimmst, bist du dann halt 1000 Abonnenten. Zwei Hexen, fickt euch. Ach, wie viel... Okay, die haben sich gegenseitig gehittet. Schön. Und wenn du dann halt die 1000 Abonnenten hast, dann holst du dir einen mit 10.000. Aber was geht denn eigentlich hier gerade ab? Mein Gott, ey. So, tja, kommst du nicht hoch? Eine Blade-Bisch. Oh, verdammt! Oh, verdammt, der kommt doch hier hoch, der kommt doch hier hoch, der kommt doch hier hoch, der kommt doch hier hoch. Geh weg! Alter, wie Hexen hier sind, Mann, leck mich doch mal! Alter! Okay. Dann halt bei 1000 Abonnenten den 10.000er suchst, dann wenn du 10.000 hast, den 100.000er suchst. Aber du kannst jetzt zwar auch gleich, wenn du Glück hast, den 100.000 Abonnenten, brauchst du eigentlich Connections. Das ist halt wirklich so ein bisschen das Geheimnis von YouTube. Oh, oh. Puh. Fick dich. Oh, oh. Ach, Mann. Ach, bin ich hier nicht in die Lava gefallen? Nee, warte, ich bin fast in die Lava gefallen. Auf jeden Fall, um mal richtig erfolgreich zu werden, brauchst du, glaube ich, einfach andere YouTuber, die dir da so ein bisschen auf die Beine helfen, die dich bekommen. Ich glaube, das beste Beispiel ist einfach Gronkh und Mafuyu. Ich kannte Mafuyu ja schon davor. Und deswegen kann ich davon auch sagen, dass der durch Gronkh und Sarazan, genau dieses GTA Online, was sie immer noch machen, dadurch ist Mafuyu, ich würde dich erstmal richtig erfolgreich geworden. Ich meine, da hat er 10.000 oder 15.000 irgendwie sowas, als die es begonnen haben. Und jetzt hat er halt schon über 126.000 oder irgendwie sowas hat er jetzt. Und das hat eigentlich auch alles nur durch Gronkh oder durch Sarazza oder generell durch die ganze Crew. Wir hypen sie halt alle gegenseitig. Ich meine auch dieser Typ da, ich weiß, ich gucke das jetzt nicht so oft, aber ich glaube, da ist auch die Alchemist oder was, keine Ahnung.
Die hatten da auch mal, weil die kann ich nämlich auch schon davor. Deren Kanal hat ja jetzt auch schon so ein paar mehr Abonnenten. Und wenn du jetzt mal so überlegst, dass der Mafuyu, dass der im Juli oder so sein 10.000 Abonnenten-Special gemacht hat. Und dann wir mit unseren 100 Abonnenten, das klingt, es ist eigentlich sogar, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so weit entfernt, 10.000 und 130.000, und 130, weißt du, und wenn ihr das überlegt, seid jetzt 126.000 und ich habe jetzt 130 Abonnenten und der hatte davor 10.000, dann denkst du dir auch so, krass eigentlich, weil so weit weg ist es eigentlich gar nicht und man denkst halt auch so, du hast dann auch so schnell davor, ja, es ist halt einfach nicht so, weil du bist halt nicht mit Gronkh und dann, ne? Aber du musst halt echt YouTuber suchen, mit dem der da was machen möchte, weil ich glaube, sonst bist du sehr langsam halt. Du wirst schon, also klar, ich bekomme ja immer mehr Abonnenten, also irgendwann werde ich halt schon auch dann 10.000 haben. Aber um es schnell zu machen, brauchst du, glaube ich, echt eine, musst du, glaube ich, echt mal Leute anfragen, die da mit dir was zusammen aufnehmen wollen. Ganz optimalerweise kennst du ihn auch noch privat, weil dann kannst du, ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel Gronkh privat kennen würdest, und dann sagen wir das, ey man, machst du mich mal bekannt? Oder kannst du irgendwie was zusammen aufnehmen? Oder irgendwie sowas. Wenn er einfach ja sagen würde, weißt du, ich wette nämlich, dass wenn, allein schon wenn man mit der Gronkh Abo-Box ist, da rechts von seinem Kanal, hat man schon nach einer Woche um die 4.000 Abonnenten. Einfach aus Prinzip, weil Gronkh die einfach, weil, ist halt Gronkh, ne? Und die ganzen Leute, die den da abonniert haben, dann denken so, oh, jeder, der Gronkh cool findet, finde ich, hab jetzt auch cool. Weißt du, so denkt man dann halt. Und, ne? Deshalb, ach so, ich glaube, ich komme ja nicht raus, wo ist es? Ach, es ist scheiße. Ach so, ich habe jetzt keinen Bogen, ne? Verdammt, egal. Und deshalb muss ich mal gucken, also vielleicht kann man auch mal was mit anderen YouTubern machen. Klar, es ist natürlich auch nur, wenn es einem wirklich selber Spaß macht, aber so kann man jetzt dieses scheiß Brot hier nicht kaputt machen. Oh. Verdammt. Oh, oh. Oh, oh. Nee, ich will nicht nochmal drauf gehen. Kannst du vergessen. Kannst du sowas von vergessen? Kannst du sowas von vergessen, ja? Ja, auf jeden Fall, das ist so meine Meinung. Was heißt meine Meinung? Meine Vermutung, wie man erfolgreich werden kann auf YouTube schneller. Weil ich meine, es gibt viele, die 4.000 oder 5.000 Abonnenten haben. Es gibt so viele. Und allein schon, wenn ich 5.000 Abonnenten hätte, das wäre für mich schon so eine krasse Zahl im Prinzip. Weißt du? Und für andere, für Gronkh wäre 10 Millionen eine krasse Zahl. Das ist irgendwie ganz andere Größenverhältnisse, finde ich irgendwie. Weißt du, was Gronkh für krass hält, was ich für krass halt, weißt du, für mich wäre sogar noch 500 Abonnenten voll geil. Weil für Gronkh, der bekommt, keine Ahnung, 10.000 pro Tag. Nicht sogar noch mehr. Weil von PewDiePie mein ganzes Schwein, der bekommt ja teilweise echt 1 Million am Tag. Ne? Finde ich schon voll krass. Naja, ich würde sagen, wir beenden heute mal ein wenig früher, weil ich auch gar nicht mehr weiß, was wir jetzt genau in der Folge machen wollen, sollen, wie auch immer. Das habe ich einfach sagen, bewertet bitte das. Das ist ein scheiß Enderman, ich gehe da weg. Bewertet bitte das Video, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr halt wollt, dass ich auch erfolgreich werde, dann abonniert mich. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Würde mir sehr freuen, auch geil. Würde mich sehr freuen. Aber ich habe nämlich das eigentlich noch die beste Möglichkeit, mich jetzt noch zu unterstützen. Wenn ihr wirklich wollt, dass ich da ein bisschen. Egal, ich möchte jetzt auch nicht zu viel Werbung machen. Ich möchte nämlich eigentlich. Egal, jetzt aber eine ganz andere Geschichte. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier unter diesem schattigen Akazienbaum. Es wird schon wieder hell, ne? Oh ja, aber dann gar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Danke, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeguckt hast. Das freut mich sehr. Was mich aber noch mehr freuen würde, ist, wenn du mich abonnieren würdest oder mir einfach eine Bewertung da lassen würdest. Ganz einfach mit Daumen nach oben oder nach unten. Auch kannst du mir einen Kommentar zu dem Video schreiben, egal ob Tipp, Kritik oder sonst irgendwas. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einem meiner weiteren Videos. Tschüss.